Hallo, im Teil 2 Aufgaben in Teams wird die Aufgaben angezeigt, hier unter Assignments, sichtlicher in dem Aufgabenfeld. Ich klicke hier auf das Aufgabenfeld und hier sehe ich alle fälligen und überfälligen Aufgaben aufgelistet. Hier ist noch eine aus dem Testteam Sonntag, die ist auch morgen fällig. Ich klicke hier gleich mal an. Okay, das ist Aufgabe mit einem Word-Dokument. Die Anweisung lautet: Schreibe einen Kurzaufsatz über deinen Tag. Füge dann noch ein lustiges Bild in das Word-Dokument ein. Vergeben zu klicken. Alles, was ich tun muss als Schüler, ist hier auf das Dokument zu klicken. Und es öffnet sich ein Word-Dokument im Browser, also Windows, gar nicht auf meinem Computer. Und hier kann ich direkt ein paar Sätze reinschreiben. Zum Beispiel: Mein Sonntag begann erst um 11 Uhr, weil ich ein Langschläfer bin und so weiter und so fort. Ich kann das ganz normal auch formatieren, wie ich das in Word gewohnt bin. Sie sehen oder du siehst auch, ein paar Wörter sind rot unterwellt, obwohl sie scheinbar richtig geschrieben sind. Da könnten wir da unten schauen. Okay, es ist die englische Sprache eingestellt. Mit der Tastenkombination Steuerung plus A kann ich alles markieren. Und kann hier auf die englische Sprache klicken und natürlich hier auf Deutsch umstellen, Deutsch Österreich. Und jetzt ist alles in Ordnung, ein grammatikalischer Fehler. Hier könnte ich hier noch anklicken mit linker Maustaste hier übrigens. Und hier bessert dann noch die Leerzeichen aus. Gut, wenn ich fertig bin, kann ich einfach nicht speichern, einfach hier auf Schließen drücken. Die Arbeit ist fertig. Ich kann mich noch einmal vergewissern. Ich kann hier noch einmal draufklicken. Tatsächlich, mein Text ist immer noch hier. Ich könnte ihn übrigens auch diktieren. Wenn ich ein Mikrofon habe, wunderbar, geht das natürlich auch am Handy. Wenn ich Word runtergeladen habe und mich auch dann mit meinem Konto anmelde. Ich gehe auf Schließen und wieder auf Abgeben. Eine Animation erscheint und die Aufgabe ist abgegeben. Könnte sie natürlich auch rückgängig machen, solange sie nicht fällig ist. Wenn mir noch was einfällt oder ich glaube, dass ich einen Fehler gemacht habe, kann ich das auch tun und sie noch einmal bearbeiten und dann noch einmal abgeben. Okay, ich klicke jetzt einfach hier in das Word-Dokument rein, Steuerung V und das Bild ist schon eingefügt und ich kann einfach wieder auf Schließen. Und dann noch auf Abgeben und jetzt bin ich tatsächlich fertig.